What a lazy Sunday und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist 17 Uhr, beziehungsweise schon ein bisschen später. Mein Freund ist jetzt gerade gegangen. Ich habe hier noch ein bisschen Klatsch Schiff gemacht. Wir haben den ganzen Tag irgendwie gar nichts gemacht, haben das aber auch wirklich mal gebraucht, weil wir jetzt wirklich irgendwie seit dem ersten, den ganzen Monat schon irgendwie jetzt auf Achse waren und deswegen auch so ein bisschen ausgebrannt. Also manchmal braucht man auch von sämtlichen Freizeitaktivitäten irgendwie dann doch mal ein kleines Päuschen. Und ja, wir haben mit Haus des Geldes angefangen. Das wird ja gerade auf Netflix ziemlich gehypt und hatten ein paar Startschwierigkeiten, weil uns die Hauptdarsteller zu klischeehaft irgendwie waren. Also wir hatten erst Probleme da reinzukommen, weil uns die Hauptdarsteller einfach nicht getaugt haben. Wir dachten, ja, das ist irgendwie. Kann es nicht so eine gute Serie sein, aber ich wollte dem Ganzen noch eine Chance geben. Mein Freund, der wollte es gar nicht mehr angucken. Aber ich habe gesagt, komm, jetzt lass uns das noch weiter gucken. Und jetzt sind wir beide, also wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 8, beide so hooked von dieser Serie. Also manchmal, ich habe das auch öfter bei Serien, dass mir so die ersten paar Folgen nicht so gut gefallen und ich mir das erstmal so ein bisschen angucken muss, mich zwingen muss und dann bin ich auf einmal Feuer und Flamme. Und der Grund, warum ich Haus des Geldes überhaupt vorgeschlagen hatte, dass wir das gucken zusammen, war, dass mir das von voll vielen empfohlen wurde einfach. Also auch von meinen Kolleginnen. Und auch ansonsten wird es ja online auch ziemlich gehypt. Und ist eine spanische Serie. Und falls ihr gerade nicht wisst, was ihr gucken sollt, dann guckt euch das doch gerne an. Und ja, ich habe übrigens auch schon meine Jacke an, denn ich fühle mich irgendwie ein bisschen räudig heute. Ich habe wieder so viel genascht und Süßkram gefressen. Nachher werde ich mir auch noch einen Döner holen, weil ich rein gar keine Lebensmittel zu Hause habe. Weil ich weiß nicht, ob ihr den letzten Vlog geguckt habt von mir. Ich bin erst seit gestern wieder hier in der Wohnung und ja, habe keine Lebensmittel gekauft, gar nichts. Deswegen habe ich natürlich auch nichts da. Und dachte ich mir, hole ich mir heute zum Abschluss noch einen Gemüsedöner. Und dafür gehe ich aber jetzt eine Stunde trainieren im Gym, weil mich sonst einfach das schlechte Gewissen plagen würde. Und ja, ansonsten kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so den ganzen Tag gar nichts gemacht habt, ihr das zwar gebraucht habt, aber trotzdem das Gefühl habt, ihr müsst jetzt noch irgendwas tun, dass der Tag nicht komplett vergeudet ist. So geht es mir gerade und deswegen Gym-Time. Und ansonsten ist es heute der erste Tag dieses Monats, an dem ich alleine den Abend verbringen werde. Ich bin ein bisschen traurig. Es ist einfach so krass, ja, wie schnell wir uns jetzt wieder so aneinander gewöhnt haben. Also mein Freund und ich. Und haben auch festgestellt, dass wir beide sehr gut miteinander können. Auch was das Aufeinanderklucken betrifft. Also ich habe irgendwie jetzt die letzten Tage und Wochen gar nicht genug von ihm bekommen können. Und ich glaube, ihm ging es auch so. Und ja, heute ist jetzt mal so der erste Tag, an dem wir beide unseren Stuff jetzt mal wieder so machen. Und die erste Nacht nicht zusammen verbringen werden. Und bin ich so ein bisschen traurig, aber natürlich ja, halb so wild, weil jetzt kann ich endlich mal meine ganzen Serien nachholen. Ich bin halt nun mal ein richtiger Serienjunkie, mein Freund leider nicht so. Deswegen, ja, wir waren jetzt halt auch viel unterwegs, deswegen blieb halt auch einfach nicht so viel Zeit zum Serien schauen. Haus des Geldes schauen wir ja zusammen. Aber für die ganzen anderen Sachen, GZSZ zum Beispiel, ich habe das schon so lange nicht mehr geguckt und ich liebe einfach GZSZ, ich gucke das wirklich so gerne, einfach so nebenbei und da werde ich mir heute so einen schönen Abend mit mir selber machen, ich werde mir eine Maske auflegen, morgen sehe ich meinen Freund eh wieder, ja, ist auch wichtig, dass man mal so ein bisschen Zeit wieder für sich verbringt, finde ich. So. Jedenfalls habe ich jetzt alles fertig gepackt und Schlüssel und dann auf zum Sport. Ich freue mich. So, fertig für heute. Bin ein bisschen raus, muss ich zugeben. Ich bin jetzt inzwischen frisch geduscht aus dem Sport zurück und dachte mir, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus, Döner holen. Ich hatte nämlich richtig Hunger und bei mir gegenüber gibt es so einen guten Gemüsedöner. Und den werde ich mir jetzt holen. Ich freue mich und meine neuen Schuhe sind auch am Start.
Die sind einfach so schön. Ja, jetzt aber essen. Ich verhungere. Es ist nämlich schon nach 8. Und da ist das gute Stück. Und ich würde sagen, das habe ich mir nach meiner Sportsession ja wohl verdient. Ja, das gönne ich mir jetzt. So, Gesichtsmaske ist im Gesicht. Soll übrigens ein Panda sein. Erkennt man aber nicht. Das fühlt sich echt ganz gut an. Ich sehe aus wie ein Idiot. Das hier ist mein heutiges Montagsoutfit. Einfach nur hier so ein langärmeliges Oberteil von Eles. Spricht man das so aus? Keine Ahnung. Dazu diese Hose hier und meine neuen Air Max. Ja, und jetzt gehe ich noch ganz kurz zum Supermarkt, weil ich mir nämlich vorgenommen habe, dass ich wieder ein bisschen mehr Sachen selber mache. Also ich habe jetzt zum Beispiel so Hirse und Reis ein bisschen vorbereitet, damit ich einfach am Mittag einen Salat essen kann. Genau, und ansonsten möchte ich mir gerne für die Woche auch so ein bisschen mehr Quinoa kaufen, weil man da einfach, das ist einfach für mittags ziemlich praktisch, wenn man nicht immer essen gehen will. Genau, aber da muss ich natürlich auch jetzt dann schon los, muss mich beeilen, bin schon wieder spät dran. Hallo Leute, ich bin auf dem Sprung, auf dem Weg zu meinem Freund, der mit sehr viel Fleisch auf mich wartet, wenn wir heute kochen. Das habe ich heute an. Das ist so ein Outfit, das ich auch einfach morgen dann zur Arbeit anziehen werde. Und da wir von der Arbeit aus morgen in den Biergarten gehen, Fußballspiel schauen, werde ich das am Nachmittag ersetzen durch mein Deutschland-Shirt. Das habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Ich freue mich schon richtig, dass wir da auch alle zusammen hingehen. Ja, jetzt muss ich aber jedenfalls los. Mein Freund wartet schon und ja, Tag heute war anstrengend. Nun gut, er ist ja immerhin vorbei. Ja, genau. Die Tasche ist schon gepackt. Ich habe sogar schon Meal Prepping für die Arbeit gemacht und zwar so einen Quinoa Salat. Jetzt mache ich es doch nochmal auf. Ich habe es eigentlich schon eingepackt. Also das ist einmal Quinoa. Ich habe hier schon mal reingeschnitten. Was ist das denn? Frühlingszwiebeln. Und schon mal rote Beete. Und da wird morgen dann noch Avocado dazukommen. Gurke und Tomate, glaube ich. Genau, dann ist das mein Mittagessen. Und das werde ich, glaube ich, die ganze Woche voll essen. Weil es halt einfach unheimlich satt macht. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit kein Bedürfnis. Also gestern nicht, heute nicht. Da wirklich, keine Ahnung, jetzt am Nachmittag noch zu naschen. Und jetzt sehe ich gerade, dass mein Akku leer geht. Moin. Naja, so viel dazu. Guten Morgen, liebe Leute. Heute wird ein richtig warmer Tag. Wir haben jetzt heute Morgen schon 22 Grad. Ich habe noch Kaffee.
Ich weiß gar nicht so richtig, was ich anziehen soll, weil ja, im fünften Stock ist es einfach so warm. Gerade wenn man arbeiten muss, habe mich jetzt mal hierfür entschieden. Also hier einfach ein lockeres Shirt, eine lockere Shorts und eine Birkenstocks. Ja, ich glaube, das ist die beste Idee. Ja, jedenfalls werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Zum letzten Arbeitstag in dieser Woche. Die Woche ging schon wieder so schnell rum, genau wie die letzte auch. Ist echt immer, wenn man so viel zu tun hat, geht die Woche einfach immer so schnell rum. Ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht, denn heute ist im wunderschönsten Kiez, in meinem Future Kiez hoffentlich, im Bergmann-Kiez nämlich, ein Straßenfest. Und da werden wir heute hingehen. Und leider wird es abends nicht so schön Wetter mehr. Heute war es sowieso nicht so warm, 20 Grad nur. Und es ist ein bisschen schwer, da was Geeignetes zum Anziehen zu finden. Ja, ich hoffe, es ist mir jetzt gelungen. Und zwar habe ich dieses schöne Kleid an, das ich euch auch schon im letzten Video gezeigt habe. Und dazu dann eben einfach noch so ein Cropped Pullover. Und dann nehme ich mir außerdem noch meine Jeansjacke mit. Und dann sollte ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, und ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zu meinem Freund und dann gehen wir zusammen weiter. Hallo Freunde, ich komme gerade vom Sport, bin schon frisch geduscht und habe mir auch schon was zu essen gemacht, nämlich eine gefüllte Paprika, die ziemlich verbrannt ist, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber mein Ofen ist kaputt und alle Sachen, die 5 Minuten lang drin sind, selbst wenn es nur 120 Grad sind, verbrennen einfach. Ja, ich glaube, ich sollte den Ofen nicht mehr benutzen und den erstmal checken lassen, aber heute habe ich nicht drauf gehört. Es ist jetzt trotzdem noch genießbar. Ich zeige es euch mal kurz. Hier sind leider so ein paar verbrannte Stellen. Es ist so krass, man muss einfach so krass aufpassen. Jetzt werde ich halt versuchen, das so gut es geht eben wegzuschneiden. Und gefüllt habe ich das Ganze mit Feta, Quinoa, was ist noch drin? Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Tomaten. Genau, und Petersilie noch und. Ja, wie gesagt, mal abgesehen von den schwarzen Stellen, werde ich das jetzt essen. Es ist so schade, ich hasse diesen Ofen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch ein klein wenig verschlafen, weil ich halt schon eine Stunde früher am Start bin. Denn ich will halt ein bisschen früher in die Arbeit gehen, weil ich heute Nachmittag einen Dreh habe mit Jäger und Sammler. Und genau, weil ich da einfach mal kurz weg bin von der Arbeit, fange ich halt mal früher an und bleibe dafür auch ein bisschen länger, um das Ganze wieder auszugleichen. Ja, und ich bin noch nicht ganz wach. Heute wird es richtig, richtig schön Wetter und ich glaube, meine Kamera ist wieder dreckig. Genau, heute wird es richtig schön Wetter, richtig heiß und das trage ich. Und zwar hier so ein langes T-Shirt, kann schon fast als Kleid durchgehen, aber als Kleid ist es leider etwas zu kurz. Deswegen habe ich hier einfach noch eine ganz normale Shorts an und dazu meine Adiletten. Ja, also eher schlicht gehalten und luftig. So, genau, jedenfalls bin ich schon etwas aufgeregt wegen des Drehs heute und. Aber jetzt gehe ich erstmal los in die Arbeit. Irgendwie kriegt ihr gar nichts mehr von mir zu sehen, aber das liegt einfach daran, dass ich wirklich immer mit Arbeit beschäftigt bin und abends jetzt bei dem tollen Wetter eigentlich immer draußen am See sitze und einfach nichts mache und da chille. Aber jetzt dachte ich, mache ich doch mal wieder die Kamera an. Ist halt auch ganz ehrlich so, also wenn ich, keine Ahnung, das ständig filmen würde, ihr würdet, glaube ich, voll einschlafen. Also tut mir leid. Wir haben es jetzt schon kurz nach 9. Ich war beim Sport nach einem langen Arbeitstag und mache mir jetzt was zu essen und
muss, glaube ich, mal ein bisschen mich drum kümmern. Und zwar mache ich mir gerade Lachs mit ein bisschen Gemüse. So ein bisschen Erbsengemüse. Und da kommt jetzt gleich noch ein bisschen Joghurt mit dazu, eine Zitrone. Und dann werde ich das jetzt noch schön essen. Und ja, ich war heute zwischenzeitlich auch mal noch beim Augenlaserzentrum. Kann man das Augenarzt nennen? Also da werden nur so Augen-OPs, so Laser-Kram Dinge gemacht. Und ich wollte mir ja meine Augen lasern lassen. Ich weiß nicht, ich habe es schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, wie gut ihr mich verfolgt bzw. kennt. Und es ist immer noch so, dass mein Auge leider sehr entzündet ist, weil es zu trocken ist. Und deswegen ist jetzt auch mein Arzt zu dem Entschluss gekommen, dass er mir nicht guten Gewissens eine Lasik-OP zumuten kann. Und es gibt aber noch eine andere Option, um wieder sehen zu können. Und zwar kann ich mir einfach eine Linse implantieren lassen. Und da habe ich mich heute schon ein bisschen zu beraten lassen. Und habe jetzt in 2 Wochen wieder einen Termin, weil ich jetzt 2 Wochen lang keine Kontaktlinsen tragen darf. Weil das, Kontaktlinsen, die beeinträchtigen auch nochmal so das Sehvermögen, beziehungsweise beeinträchtigen es nicht, sondern verändern es eben einfach so ein bisschen. Deswegen muss es in 2 Wochen nochmal alles gemessen werden. Es wurde heute schon gemessen, aber in 2 Wochen dann nochmal. Und dann, ich will es eigentlich auf jeden Fall machen. Muss mal gucken, wie jetzt so der weitere Plan ist. Und dann werde ich wahrscheinlich bald nach Köln fahren und das da machen lassen. Und mein Freund ist so lieb, der hat auch schon angeboten, dass er dann mit mir hinfährt, weil das ist eben auf 2 Tage. Also ich muss praktisch pro Tag ein Auge machen lassen, weil es eben auch abgeklebt wird und so weiter. Und ja, mein Freund, der würde dann mitkommen und dann eben praktisch so in Köln dann eben arbeiten, also so Homeoffice-mäßig, nicht im Büro. Und ja, voll lieb, habe ich mich voll gefreut. Und ja, jetzt warte ich mal ab und bin gespannt, was dann, oder wie das eben einfach in 2 Wochen dann aussieht, was dann eben so die weitere Planung ist, wann das soweit sein wird. So, und morgen habe ich dann abends noch um 6, schön nach der Arbeit, an einem Freitag, einen Termin bei meinem neuen Kieferorthopäden. Ich habe eine neue Zahnspange und es ist der erste Termin, seit ich eben die neue Zahnspange habe. Und habt ihr ja, glaube ich, im letzten Vlog so ein bisschen mitbekommen. Ich hatte, glaube ich, noch nie solche Schmerzen durch eine Zahnspange. Also ich kenne schon das Gefühl, wie das eben ist, eine Zahnspange zu haben und eben auch Schmerzen zu haben. Aber das tat schon wirklich echt arg weh. Und ja, ich bin mal gespannt, was er morgen sagt. Aber ich werde euch wie immer natürlich auf dem Laufenden halten. So, und mein Essen ist jetzt soweit fertig. Das werde ich jetzt erstmal anrichten. Und dann essen. Und kennt ihr übrigens schon mein tolles Döner-T-Shirt? Ich liebe es. Ich liebe Döner. Eigentlich würde ich es auch lieber einen Döner essen, aber ist so ein bisschen meine gesunde Woche diese Woche. Yummy! Irgendwie ist es so einfaches Essen, aber so geil halt auch irgendwie. Einfach. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Quark. Was heißt ein bisschen? Eine ordentliche Portion Quark, weil ich brauche zu jedem Essen immer irgendwie noch so eine Soßenkomponente und da liebe ich Quark einfach so sehr. So, das lasse ich mir jetzt aber schmecken. Essen war lecker, super lecker, und ich werde jetzt noch gemütlich auf dem Sofa sitzen und den Vlog hiermit beenden. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.